Willkommen zum dritten unserer Vorträge im Kolloquium Krieg in der Ukraine. Philosophische Perspektiven auf eine politische Herausforderung. Johannes Müller-Salo forscht an der Universität Hannover zu Themen der angewandten Ethik und der politischen Philosophie. Promoviert hat er in Münster mit einer Arbeit zur Demokratietheorie. Aktuell sind wir auf ihn aufmerksam geworden durch seinen Beitrag »Wir sind alle Teilnehmer eines medialen Krieges« auf dem Philosophieblog Präfaktisch. Gemeint ist, dass wir in den sozialen Medien nicht bloß Empfänger von Bildern und Nachrichten sind, sondern selbst Akteure, die zur politischen Meinungsbildung beitragen. Johannes Müller-Salo spricht sich für die Entwicklung einer Ethik der medialen Kriegsteilnahme aus, einer Ethik, die dabei hilft, kommunikatives Handeln wie Applaus, Retweets, das Teilen ungeprüfter Informationen, die Wieder- und Weitergabe von Propaganda zu bewerten. Das ist ein bisschen der Hintergrund. Johannes, du hast das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung und einen schönen guten Morgen Ihnen allen auch von meiner Seite. Ich möchte unser Gespräch, wie das gerade schon genannt worden ist, jetzt durch eine weitere Perspektive ergänzen, nämlich einen Blick in die sozialen Medien. Und ich will dabei in drei Schritten vorgehen. Ich möchte zunächst erläutern, warum ich glaube, dass mir mit Blick auf die sozialen Medien, der Begriff ist gerade schon gefallen, von medialer Kriegsteilnahme sprechen sollten. Ich möchte dann zweitens knapp skizzieren, was meines Erachtens Elemente, Bestandteile einer Ethik der sozial-medialen Kriegsteilnahme sein sollten, sein könnten. Und ich möchte drittens auf Grundlage dieser Ethik eine spezifische Unsicherheit in den Blick nehmen, über die wir gerade eben schon gesprochen haben, von daher war das ein guter Übergang, nämlich die Frage nach denkbaren militärischen, insbesondere nuklearen Eskalationspotenzialen. Und die Leitfrage ganz im Sinne des Gesamtvortrages soll sein: Was sollten wir mit im Blick behalten, wenn wir über diese spezifische Unsicherheit in den sozialen Medien diskutieren? Das also zum Programm der folgenden Überlegungen. Bevor ich beginne, möchte ich eine kurze Vorbemerkung vorausschicken. Sie werden im Folgenden merken, dass einige meiner Überlegungen mit einer gewissen Vorsicht formuliert sind. Das liegt zum einen daran, dass das Gesamte noch sehr im Werden und Work in Progress ist. Das liegt aber auch zum anderen an einem Punkt, den Gerd Keil in seiner Einführung in das Gesamtkolloquium angesprochen hat. Mich hat an vielen Beiträgen aus der Philosophie zur öffentlichen Debatte zum Krieg in der Ukraine überrascht, ich möchte auch sagen irritiert, dass da teilweise eine ziemliche Entschiedenheit und Selbstgewissheit aus vielen dieser Beiträge gesprochen hat. Und nach meinem Eindruck wirft dieser Krieg so viele neue und so viele schwierige Fragen auf, dass ich finde, man darf es der Philosophie auch anmerken, dass sie suchend unterwegs ist, dass sie sich versucht zu orientieren. Und das ist wirklich ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Und ich finde, gerade eine analytische Philosophie, die sich also auch auf die Fahnen schreibt, intensiv über ihre Fragestellung, über ihre exakten Formulierungen nachzudenken, die sollte das auch immer wieder explizit machen. Und das wollte ich deswegen auch noch mal vorausschicken. Teilweise ist es sozusagen nicht nur meinem eigenen Work in Progress geschuldet, sondern auch meinem Eindruck, dass hier einfach noch vieles zunächst einmal im Werden ist und wir uns genau überlegen sollten, was sind eigentlich die neuen Probleme, die durch diesen Krieg entstanden sind. Und also in dem Sinne der Versuch, einen Aspekt dieses Krieges, die Präsenz in den sozialen Medien einzuordnen und etwas besser zu verstehen. Ich beginne also mit dem Begriff der medialen Kriegsteilnahme und möchte unter medialer Teilnahme zunächst sehr allgemein kommunikative Handlungen verstehen, bei denen mittels eines Mediums Einfluss auf ein bestimmtes Geschehen genommen wird. Und wenn es sich bei diesem Geschehen um einen Krieg handelt, kann entsprechend von einer medialen Kriegsteilnahme gesprochen werden. Nun ist klar, dass von der Struktur und Funktionsweise des jeweiligen Mediums abhängt, wer es durch welche Handlungen nutzen und welche Form und welche Art des Einflusses nehmen kann. Soziale Medien, das kennen wir alle, eröffnen Kommunikationsräume, die prinzipiell jedem offen stehen. In diesen und mittels dieser Räume kann jede versuchen, politischen Einfluss zu nehmen
Und sei dieser Einfluss auch so noch so marginal und noch so randständig. Das heißt natürlich auch selbstverständlich nicht, dass sich jede gleichermaßen Gehör verschaffen kann in diesen Räumen, dass Hierarchien aufgehoben sind. Dennoch eröffnen sich für einzelne User hier kommunikative Spielräume, die wir aus klassischen Medien so nicht kennen. Da die Funktionsweise des jeweiligen Mediums zugleich bestimmt, welche Form der medialen Teilnahme möglich ist, müssten wir im Grunde jedes Medium einzeln in den Blick nehmen und uns fragen, was jeweils mediale Kriegsteilnahme in diesem spezifischen Medium bedeutet. Das kann ich hier schon aus Zeitgründen nicht tun. Ich werde deswegen, um das einigermaßen im Detail ausbuchstabieren zu können, mich jetzt als Beispiel auf Twitter im Folgenden konzentrieren. Die Frage also ist, warum sollten wir, wenn wir Twitter nutzen und dort über den Krieg gegen die Ukraine sprechen, in Tweets, Antworten und so weiter, uns als mediale Teilnehmende verstehen und warum sollte das ethisch von Bedeutung sein? Und zunächst zwei allgemeine Aspekte, von denen ich glaube, dass sie hier relevant sind für die weiteren Fragen. Der erste Aspekt, es ist völlig klar, dass so ein einschneidendes Ereignis wie der Krieg gegen die Ukraine, der Bruch unserer europäischen Friedensordnung, Gegenstand unserer Kommunikation auf allen Ebenen ist, vom banalsten Alltagsgespräch bis hin zur politischen Diskussion. In vielen Kontexten unseres Alltags können wir diese Ebenen ganz klar voneinander trennen. Also, wenn Sie sich als Beispiel Folgendes überlegen, wenn Sie morgens den Nachbarn am Briefkasten treffen und auf die Zeitung schauen und ein erstes Gespräch darüber beginnen, was Sie da für schreckliche Nachrichten auf der Titelseite lesen, der Nachbar antwortet und schildert vor allem seine Ängste, dann können Sie das einsortieren und dann reagieren Sie darauf anders, als wenn Sie abends den Bundeskanzler in einer Fernsehansprache hören, der mit vielleicht relativ ähnlichen Worten ähnliche Ängste formuliert. Im ersten Fall beim Nachbarn würden Sie vermutlich davon ausgehen, Zeuge einer spontanen ersten Reaktion geworden zu sein. Im zweiten Fall beim Bundeskanzler gehen Sie vermutlich davon aus, dass die Wortwahl eben kein Ausdruck einer spontanen Gefühlsreaktion, sondern Teil einer durchdachten politischen Strategie ist. Also ein klarer Unterschied. In einem sozialen Medium wie Twitter stehen diese verschiedenen Ebenen der Kommunikation nebeneinander und durchmischen sich bunt. Es ist Aufgabe von uns als User, diese Kommunikation permanent zu sortieren und herauszufinden, auf welcher Ebene sind wir da gerade unterwegs. Das ist völlig klar, dass diese Aufgabe einiges an Fähigkeiten verlangt. Wir müssen zunächst so ungefähr verstehen, wie die Timeline, also die Beiträge, die uns da angezeigt werden, zustande gekommen ist. Da gibt es Grenzen, schon dadurch, dass wir die Algorithmen nur so halb durchschauen, dass sie überhaupt nur halb zugänglich sind. Aber auch dann mit Blick auf einzelne Beiträge müssen wir die Frage beantworten können, wer spricht da zu mir, mit welcher Absicht, ist es ein privater Account, ein politisch betreuter Account, irgendwie professionell gepflegt. Und damit sind die ganzen Probleme, Fake News, Troll-Accounts, die sozusagen das Ziel haben, Debatten zu zerstören, noch überhaupt nicht angesprochen. Aber selbst wenn User in der Lage sind, sich von einem Account ein relativ klares Bild zu verschaffen, bleiben Herausforderungen bestehen, um das an einem Beispiel zu erläutern. Also stellen Sie sich eine Wissenschaftlerin mit einschlägiger Osteuropa-Expertise vor, die in ihrem Twitter-Profil schreibt, wie man das da sehr oft lesen kann, "Views are my own" oder "hier privat unterwegs". Und diese Forscherin twittert nun dort zum Ukraine-Krieg. Wie haben wir diese Tweets dann zu lesen? Also formuliert sie ihre Beiträge auf Twitter dann als Fachgelehrte, die zu einer öffentlichen Diskussion beitragen will? Oder formuliert sie sie als engagierte Bürgerin, die zum Beispiel bestimmte parteipolitisch durchaus gebundene Überzeugungen zur Außenpolitik hat und für diese werben will? Wahrscheinlich wird die Antwort oft sein, sowohl als auch, das durchmischt sich. Nur daran zeigt sich besonders deutlich, wenn wir in den sozialen Medien unterwegs sind, dann kommunizieren wir über den Krieg in Situationen, in denen das kommunikative Umfeld schwer zu durchschauen ist. Der zweite Aspekt, der diese Kommunikation über den Krieg in den sozialen Medien prägt. Einmal in die Welt entlassen, entwickeln Äußerungen in den sozialen Medien ein oftmals kaum zu kontrollierendes Eigenleben. Natürlich können User das durch ihre Account-Einstellungen in gewissem Maße steuern, also etwa wer kann meine Tweets lesen, wer kann antworten und so weiter. Doch vieles bleibt offen. Also User wissen zum Beispiel nicht, wer einen Tweet mit welcher Absicht aufgreift,
ob er etwa durch einen Account mit vielen Followern retweetet wird, eine hohe Verbreitung erreicht. User können auch nicht beeinflussen, ob der Beitrag in ganz neuen Zusammenhängen später wieder auftaucht, in Kontexten, die sie überhaupt nicht im Sinn hatten. Und ich glaube, dass ein Punkt da wirklich bei mit bedacht werden soll, der eigentlich sehr nahe liegt, aber oftmals vielleicht nicht mit einbezogen wird. In Zeiten vor diesen Medien konnten nur solche Aussagen weiterverbreitet werden, schon aus technischen Gründen, die explizit für die Öffentlichkeit gedacht waren. Denken Sie an Leserbriefe, denken Sie an explizite Protestschreiben etc. Mein morgendliches Gerede am Briefkasten mit dem Nachbarn, das konnte vielleicht der Nachbar als Gerücht weitertratschen, dann war es aber auch gut, was sozusagen die Verbreitungsweise angeht. Ein Tweet mag aber wie das Gespräch mit den Nachbarn genauso spontan, emotional, schnell gewissermaßen aus der Hüfte geschossen sein und trotzdem einmal in der Welt ist er da und kann die entsprechend weite Verbreitung haben. Ich kann ihn löschen, aber ich kann mir nie sicher sein, ob nicht schon irgendjemand einen Screenshot gemacht hat und entsprechend dafür sorgt, dass dieser Tweet weiter besteht. Und noch ein weiteres kommt hinzu. In einem Medium wie Twitter bleiben nicht nur Äußerungen einfach weiter bestehen, sie bleiben auch dauerhaft an die Person der User, sprich an die jeweiligen Accounts gebunden. Das zeigt sich schon visuell. Also wenn Sie einen Tweet retweeten, das kennen Sie, dann finden Sie oben links im Kreis auch das Profilbild des jeweiligen Accounts und daneben den Namen des Accounts. Hannah Arendt hat in ihrer Vita Activa den politisch sprechenden und handelnden Menschen immer wieder als einen Menschen beschrieben, der wie auf einer Bühne in der Öffentlichkeit erscheint. Und ich glaube, diese Metapher der Bühne ist schön geeignet, um das Problem sichtbar zu machen, um das es mir hier geht. Also wenn wir uns Twitter wie eine Bühne vorstellen, dann ist es eine Bühne, auf der wir als User mit den Sätzen, mit denen wir sie einmal betreten haben, nicht wieder runterkommen und auf die wir auch nur begrenzt Einfluss haben, wie diese Sätze verbunden mit unserem Profil auf dieser Bühne rearrangiert werden durch andere neue umgestellt, in andere Kontexte gesetzt werden. Soziale Medien eröffnen uns Usern also in gewissem Maße, wenn sicherlich auch in sehr bescheidenem Maße, Einfluss, politischen Einfluss. Zugleich aber haben wir gewissermaßen nur begrenzt Einfluss auf diesen Einfluss. Wir wissen aber um diese Probleme und können uns daher fragen, welche Regeln wir beachten sollten, wenn wir sozialmediale Teilnehmende an einem Geschehen, wie etwa an der Diskussion um den richtigen Umgang mit Russlands Krieg gegen die Ukraine sind. Und ich komme damit zum zweiten Teil meiner Überlegungen. Ich möchte im Folgenden und ohne Anspruch auf Vollständigkeit 6 Punkte knapp skizzieren, von denen ich glaube, dass sie für eine Ethik der sozialmedialen Kriegsteilnahme entscheidend sind. Erstens, eine Ethik der sozialmedialen Kriegsteilnahme ist in ihren Urteilen von einer umfassenden normativen Bewertung des jeweiligen Kriegsgeschehens abhängig. Den Rahmen einer solchen Bewertung stellt klassisch die Theorie des gerechten Krieges zur Verfügung. Im Falle des Krieges gegen die Ukraine, Herr Keil hat es angesprochen in der Einführung, ist das theoretische Ergebnis klar, wie in wenigen anderen Fällen auch. Der russische Angriffskrieg genügt keiner einzigen der klassischen Bedingung der Just War Theory. Die Ethik der sozialmedialen Kriegsteilnahme kann daher in diesem Fall von einer Situation ausgehen, in der ganz klar erkennbar ist, wer Aggressor und wer Opfer ist. Zweitens, aus Sicht einer Ethik der sozialmedialen Kriegsteilnahme ist essentiell, dass sich User in ihrem Diskutieren und Kommentieren des Kriegsgeschehens eben nicht als mediale Beobachtende, sondern als Teilnehmende verstehen. Sie bewegen sich aus den zuvor genannten Gründen im Raum des Politischen, des Öffentlichen und ihr Handeln hat Auswirkungen in diesem Raum, so verschlungen und marginal diese Auswirkungen im Einzelnen auch sein können. Das sollte allen Beteiligten auch bewusst sein. Drittens, wer im öffentlichen Raum eines sozialen Mediums über Krieg und Frieden spricht, der sollte auch den normativen Anforderungen genügen, die wir in anderen Kontexten der Öffentlichkeit an solche Äußerungen stellen. Das mag im Einzelnen umstritten sein, welche normativen Anforderungen das genau sind, aber ohne Zweifel gehören Normen der kommunikativen Aufrichtigkeit zum Bereich dieser Normen. Der vierte Punkt, Kernstück einer Ethik der sozialmedialen Kriegsteilnahme scheinen mir Prinzipien der Nichtschädigung zu sein, die in zentralen moralphilosophischen Theorien ebenso wie in unserer Alltagsmoral fest verankert sind.
Prinzipien der Nichtschädigung verbieten es, einen illegitimen Krieg in irgendeiner Weise zu unterstützen oder gutzuheißen, zum Beispiel durch Applaus für Putins Taten oder durch die undurchdachte Weitergabe von Propaganda des Aggressors in Wort und Bild. Schwieriger ist in diesem Zusammenhang die Frage, welche Pflichten der Nichtschädigung gegenüber dem einen illegitimen Krieg führenden Staat und seiner Bevölkerung bestehen. Im Kontext sozialer Medien scheint mir dies zuallererst eine Frage der angemessenen Sprache zu sein. Also denken Sie zum Beispiel an die Frage, wie wir diesen Krieg bezeichnen. Da können wir lange drüber streiten, aber wenn man an so einen Ausdruck wie der Krieg des Russen denkt, dann würde ich sagen, das ist ein relativ guter Kandidat für die Verletzung eines Prinzips der Nichtschädigung, weil das ein Begriff ist, der in der Lage ist, Ressentiments gegenüber russischstämmigen Menschen zu befördern. Also an diesen Bereich von Fragen denke ich hier. Fünftens, eine Ethik der sozialmedialen Kriegsteilnahme hat die Frage zu beantworten, ob überhaupt und wenn ja, welche positiven Hilfspflichten im Raum der sozialen Medien bestehen können. Zunächst könnte hier an die Unterstützung der lokalen Organisation von Hilfe für Geflüchtete gedacht werden, sofern sie via sozialer Medien vonstatten geht. Auch die Forderung, ein Thema durch eigene Beiträge in den sozialen Medien präsent zu halten, könnte dazugehören, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Je nach Medium fällt auch das Melden von etwa gezielter Hetze und Falschinformationen verbreitenden Accounts unter diese positiven Hilfspflichten. Da kommt es dann sehr auf das Medium an, was Effektivität solcher Meldungen etc. angeht. Vor allem aber ist hier die Frage zu stellen, ob digitale Bekundungen der Solidarität mit den Opfern eines ungerechten Krieges Teil dieser Hilfspflichten sein können oder nicht. Ich gestehe hier selbst noch etwas unentschlossen zu sein. Das war der Teil des Vortrages, den ich im Vorlauf hier am häufigsten umgeschrieben habe und bin noch immer hier etwas zögerlich. Ich glaube, der beste Grund, diese Frage zu bejahen, scheint mir der zu sein, dass viele dieser für sich genommen sehr kleinen digitalen Handlungen, dieser Bekundungen von Solidarität zusammen als veröffentlichte Meinung eben einen Einfluss haben können auf politisch Verantwortliche. Und damit es hier keine Missverständnisse gibt, mir geht es hier nicht um eine Pflicht, eine wie auch immer konkret ausgestaltete spezifische Ukraine-Politik zu unterstützen, sondern um viel allgemeiner um die Frage nach Solidaritätsbekundung mit der Ukraine, um diesen Krieg im digitalen Raum präsent zu halten. Und natürlich lässt diese Form der Solidarität viel Raum für kontroverse Debatten um die Frage, welche Politik genau die richtige ist. Sechstens. Eine Ethik der medialen Kriegsteilnahme muss am Ende begründen, wer, aus welchen Gründen, wann, welche der eben genannten Pflichten genau hat. Und hier sind sicherlich Differenzierungen geboten. Die beschriebenen Pflichten der kommunikativen Aufrichtigkeit und der Nichtschädigung scheinen mir generell zu bestehen. Bei den Hilfspflichten ist die Lage, denke ich, deutlich komplizierter. Ausmaß und Grad der Verpflichtung, das wäre mein Vorschlag, hängen hier davon ab, in welchem Umfang ein User ein soziales Medium für gewöhnlich nutzt und inwiefern ein User das Medium politisch nutzt. Was ist dabei der Hintergedanke? Wenn Sie an die klassischen Fälle von Nothilfe denken, dann ist es so, dass zur Nothilfe zunächst diejenigen verpflichtet sind, die vor Ort sind und daher in der Lage sind zu helfen. Analog könnte man sagen, dass auch in einem sozialen Medium primär diejenigen in der Pflicht stehen, die sozusagen vor Ort stark präsent sind. Hinzu kommt noch, wer auf einem sozialen Medium viel zu politischen Themen unterwegs ist, viel zu politischen Themen postet und auf einmal schweigt, dem wird ihr Schweigen sehr bald als Statement ausgelegt. Das Unterlassen von Solidaritätsbekundungen, das Nicht-Eingehen auf einen aggressiven Krieg ist in einem solchen Fall eines politisch extrem aktiven Users eher als bewusste Entscheidung zu deuten. Das alles scheint mir dafür zu sprechen, die Hilfspflichten in Korrelation zur Frequenz und Art der Nutzung von sozialen Medien zu setzen. Nach diesem knappen Überblick über wichtige Themen und Inhalte einer Ethik der sozialmedialen Kriegsteilnahme, nun zum dritten Teil meiner Überlegungen. Was sollten User beim Umgang mit und bei der Diskussion von Unsicherheiten beachten, wie sie mit dem Krieg gegen die Ukraine einhergehen? Wie angekündigt, möchte ich hier schon aus Zeitgründen nur über eine spezifische Form von Unsicherheit sprechen, nämlich über die Unsicherheit bezüglich möglicher militärischer, insbesondere nuklearer Eskalationspotenziale dieses Krieges.
Und um das Ganze so ein bisschen einzusortieren, möchte ich zunächst ein Beispiel nennen, um ein wichtiges argumentatives Muster herauszugreifen, was nach meiner Meinung die Debatte hierzulande stark prägt. Auf Grundlage der Analyse dieses Musters, dieses Gedankenganges, werde ich dann gleich zur sozialmedialen Kriegsteilnahme zurückkehren und fragen, was User bedenken sollten, wenn sie mit diesem Muster, mit diesem Gedankengang im Raum der sozialen Medien unterwegs sind. Die Eskalationspotenziale des russischen Angriffskrieges waren und sind seit Monaten immer wieder Gegenstand heftiger Kontroversen in der Öffentlichkeit, das kennen wir alle. Und unter anderem waren sie Gegenstand von zwei offenen Briefen, auch die kennen wir alle, sie sind heftig diskutiert worden und ich würde gerne mit Ihnen jetzt kurz noch einmal in den ersten dieser Briefe reinschauen, nämlich in den Brief vom 29. April, der damals in der Emma erschien, maßgeblich initiiert von Alice Schwarzer. Zu den Erstunterzeichnern gehörten damals unter anderem Juli C., Svenja Flasspöhler und Reinhard May. Später unterschrieb etwa auch der ehemalige Präsident der GAP, Julian Nieder-Rümelin. Dieser Brief beginnt wie folgt. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, wir begrüßen, dass Sie bisher so genau die Risiken bedacht hatten. Das Risiko der Ausbreitung des Krieges innerhalb der Ukraine, das Risiko einer Ausweitung auf ganz Europa, ja, das Risiko eines dritten Weltkrieges. Zitat Ende. Im weiteren Verlauf des Briefes führen die Unterzeichnenden aus, es gebe, Zitat, ein manifestes Risiko der Eskalation dieses Krieges zu einem atomaren Konflikt. Die Lieferung großer Mengen schwerer Waffen allerdings könnte Deutschland selbst zur Kriegspartei machen und ein russischer Gegenschlag könnte sodann den Beistandsfall nach dem NATO-Vertrag und damit die unmittelbare Gefahr eines Weltkrieges auslösen. Zitat Ende. Ich glaube, ganz unabhängig von dem, was noch an Aussagen in diesem Brief kommt, es geht mir jetzt nämlich gar nicht so sehr um den Brief, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, den hier geäußerten Gedankengang systematisch zu rekonstruieren und dass wer will, diesen Gedankengang auch ausgehend von einer philosophischen Position systematisch verteidigen kann. Wer das möchte, könnte zum Beispiel als theoretische Grundlage das heranziehen, was Ernst Tugendhat als verantwortungsethischen Pazifismus bezeichnet hat. Dieser verantwortungsethische Pazifismus beginnt nicht mit einem kategorischen Tötungsverbot, sondern, so Tugendhat, mit der Erfahrung, dass, Zitat, alle Kriege, jedenfalls alle modernen Kriege, ein Ausmaß an Vernichtung und Leid zur Folge haben, das weit über den gegebenenfalls berechtigten Grund des Krieges hinausreicht. Zitat Ende. Wie gesagt, ich will das jetzt im Einzelnen nicht diskutieren. Ich wollte das nur einmal nennen, um deutlich zu machen, ich glaube, das ist prinzipiell erstmal ein Gedankengang, über den es sich zu streiten lohnt, weil wir kennen alle diese heftigen Kontroversen, die dieser Brief ausgelöst hat. Und deswegen will ich hier einfach einen möglichen Vorschlag einer philosophischen, ernsthaften Rekonstruktionsmöglichkeit nennen. Was ist nun das Interessante an diesem Gedankengang mit Blick auf unser Thema Unsicherheiten im Umgang mit dem Ukraine-Krieg? Das Interessante an diesem Gedankengang, das hatten wir eben in der Diskussion, ist, dass er ja ganz offensichtlich die Aufmerksamkeit auf das Worst-Case-Szenario lenkt, nämlich auf die schlimmste nur denkbare Konsequenz einer Hilfe für die Ukraine, nämlich einer nuklearen Eskalation dieses Krieges. Mich erinnert die Art und Weise, wie hier argumentiert wird, stark an ein Werk, das fast 50 Jahre alt ist und das in anderen Kontexten in den letzten Jahren eine starke und bemerkenswerte Renaissance erfahren hat. Nämlich, ich glaube, was wir in den offenen Briefen finden, gleicht relativ genau dem, was Hans Jonas in den 1970er Jahren als Heuristik der Furcht beschrieben hat. Jonas verlangt in seinem Prinzip Verantwortung, die Moralphilosophie müsse, Zitat, unser Fürchten vor unserem Wünschen konsultieren, Zitat Ende. Er präsentiert in diesem Werk eine offensive Aufforderung zur Furcht, und zwar zu einer Furcht, und das ist, glaube ich, jetzt für das Thema, das wir hier diskutieren, zentral, die nicht nach Wahrscheinlichkeiten fragt. Nach Jonas sollen wir uns auf das schlimmste denkbare Szenario konzentrieren und dann die Frage stellen, wie wir dieses Szenario in jedem Fall verhindern können. Er spricht in diesem Kontext von einer, Zitat, bewussten Anstrengung zu selbstloser Furcht, in der mit dem Übel das davor zu rettende Gut sichtbar wird. Zitat Ende.
Und mein Eindruck ist, dass im Gedankengang des offenen Briefes und in vielen vergleichbaren Überlegungen, die wir in der öffentlichen Debatte haben, wir eben einer solchen Heuristik der Furcht begegnen. Verlangt wird die Konzentration auf das größte denkbare Übel, unabhängig von jeder Frage nach dessen Wahrscheinlichkeit. Als größtmögliches Übel, da sind wir uns vermutlich relativ schnell einbar, erscheint die nukleare Eskalation. Und vor dem Hintergrund einer solchen Eskalation erscheint, so könnte man mit Jonas das weiterdeuten, der sonst vielleicht problematische, weil etwa der Ukraine aufgenötigte Waffenstillstand plötzlich als gut. Also das scheint mir das, was man hier rekonstruktiv mit Jonas sagen könnte. Wo liegt nun das Problem einer solchen Heuristik der Furcht, eines solchen Gedankenganges? Das Problem ist, glaube ich, in den teilweise scharfen Kritiken am offenen Brief sehr offen formuliert worden. Eine solche Argumentation scheint vor lauter Furcht vor einem bloß möglichen Übel die Schrecken der Realität aus den Augen zu verlieren. Dabei geht es um reale Schrecken zweierlei Art. Es geht zum einen um das tägliche Sterben und Leiden in der Ukraine im aktuellen Kriegsgeschehen. Es geht zum anderen aber auch um die negativen Konsequenzen, welche die Ukraine mit Sicherheit oder doch zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit zu tragen hat, wenn sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt einen Waffenstillstand, welcher Form auch immer, akzeptiert oder akzeptieren muss, weil sie keine hinreichende Unterstützung aus dem Westen mehr erhält. Die berechtigte moralische Kritik an einer solchen Position scheint mir daran zu bestehen, dass hier eine unvollständige moralische Reflexion präsentiert wird. Denn der Brief oder dieser Gedankengang geht einer unbequemen Frage aus dem Weg. Wenn die Ukraine um ganz konkrete Hilfe gegen konkretes Leid bittet, warum sollten in einer solchen Situation der Verweis auf bloß mögliches Leid überhaupt irgendeine Rolle spielen? Man könnte ja darauf antworten, wenn Leid in großem Ausmaß real existiert, dann muss eine Position, die in einer solchen Situation über bloß mögliches Leid reden will, zunächst einmal gute Gründe dafür liefern, warum dieses bloß mögliche Leid hier interessieren soll. Und die Heuristik der Furcht selbst liefert nach meinem Eindruck diese Gründe nicht, sondern setzt die Existenz dieser Gründe voraus. Das alles als Hintergrund, um nun zurück zur Ethik der sozialmedialen Kriegsteilnahme zu kommen. Wenn die gerade vorgestellte Überlegung zutrifft, dann gilt, dass ein Nachdenken über die Unsicherheiten der Eskalationsgefahren des Krieges immer verbunden werden sollte mit einem Nachdenken über das reale Leid, über das, was faktisch in der Ukraine passiert. Was könnte daraus für User sozialer Medien folgen? Ich glaube, es sollte zweierlei folgen. Zum einen, so wie sich User als sozialmediale Teilnehmende des Geschehens verstehen sollten, sollten Sie auch mitbedenken, dass Ihre Furcht, wenn sie bei Twitter oder anderswo geäußert wird, keine private Emotion, sondern etwas Politisches ist. Sie kann weiter verbreitet, in neuen Kontexten interpretiert und politisch genutzt werden. Mit Ihrer Furcht wird Politik betrieben und vor dem Hintergrund sollten sich User fragen, welche konkreten politischen Absichten Sie verfolgen, wenn Sie sich zu dieser Furcht äußern. Wenn Sie damit keine politischen Absichten verfolgen, also etwa nicht eine Politik, die dieser Heuristik der Furcht verpflichtet ist, unterstützen sollen, dann, glaube ich, haben Sie gute Gründe, diese Furcht oder Äußerungen der Furcht zu unterlassen. In Fragen von Krieg und Frieden glaube ich, dass man das durchaus auch von Usern erwarten kann, derartige Überlegungen anzustellen, bevor sich im Netz geäußert wird. Wer Furcht vor militärischen Eskalationen hat, wofür es absolut Verständnis und Respekt verdient, dem ist vermutlich mit einem privaten Gespräch ohnehin deutlich mehr geholfen als mit sozialmedialen Äußerungen. Zweitens, und das ist mein letzter Punkt, damit eng verbunden, wenn User ihre Furcht vor Eskalationen thematisieren, dann sollten sie das real existierende Leid nicht aus dem Blick verlieren, sonst entsteht in den sozialen Medien schnell eine Schieflage, die ab einem gewissen Punkt als Verletzung der vorhin angesprochenen Hilfspflichten beschrieben werden kann. Denn als Teil der Hilfspflichten im digitalen Raum können sicherlich Bemühungen verstanden werden, die Aufmerksamkeit für den Krieg gegen die Ukraine, für das Leid, das dort geschieht, aufrechtzuerhalten. Also das interessante Beispiel, vielleicht haben Sie das gestern trotz Kongresseröffnung verfolgt, dass Kevin Kühnert entschieden hat, seinen Twitter-Account abzuschalten, weil er sagte, in manchen Bereichen erhält er dort eine falsche Wahrnehmung von der Komplexität der Realität, dadurch, wie bestimmte Debatten da gedriftet sind. Und das ist, ich weiß nicht, auf welche Debatten er sich genau bezieht, aber das wäre, glaube ich, genau so ein Punkt, worüber man nachdenken könnte, wie bestimmte relativ überschaubare User-Bubbles da durchaus Einfluss haben können. Ich komme damit zum Schluss.
Ich habe hier, wie Sie sehen, vieles nur anreißen können, vieles nur in ersten Gedanken präsentieren können. Ich hoffe aber, deutlich gemacht zu haben, warum es sich lohnt, über diese Fragen nachzudenken, über unsere Rolle als User in diesem Kriegsgeschehen nachzudenken und entsprechend sich auch zu fragen, gibt es so etwas wie die Ethik einer sozialmedialen Kriegsteilnahme und was sollte Bestandteil dieser Ethik sein? Ganz herzlichen Dank.